Ihr wollt wissen, was ich mir hier zusammenbaue? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, hoffentlich heute mit Game Sound, weil der Hunt Showdown Soundtrack, so heißt das Ding, der ist super. Irgendwie hatte 80er Vibes, aber macht. Ich finde den tierisch gut. Ich brauche anderes Material oder zusätzliches Material zu dem, was ich sowieso schon alles so brauche für den ganzen Atomkraftwerk. Teil, weil, wie man sieht, mir ist ein bisschen das Kupferblech ausgegangen und das Kunststoff, weil kam bis da auch mit der oberen, weil der Rest fehlt halt noch. Da unten ist nämlich jetzt alles verdröselt. Das sieht aus wie Kraut und Rüben. Das heißt, ich brauche definitiv mehr Kupferblech, auch wenn ich jetzt gerade hier viel mit drin habe. Das habe ich mir alles schon geholt. Und ich brauche mehr Kunststoff. Und für das Kunststoff brauchen wir Öl, für das andere brauchen wir Kupfer. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen was hinsetzen, aber es ist gar nicht so wild. Es sind nur 30 Raffinerien und zwei, wie heißen die, Mixer. Und ich dachte mal, da unten, eigentlich, wenn ich das hier weiterziehe, wollte ich AKWs draufsetzen. Aber da unten in der Ecke, weil ich brauche halt nochmal 5... Und den Äumeln können wir direkt als erstes da hinsetzen, weil Wasser brauche ich für den ganzen Spaß ja auch. Hier hätten wir Kupfer, da können wir uns 120 abknapsen, indem ich das einfach weiter hochdrehe. Das heißt, wir setzen uns jetzt da die 5 Dinger hin und machen uns den ganzen Spaß da auf dem Bereich. Würde ich sagen. Das heißt, hüpfen wir mal dahin. So. Der Spaß ist jetzt ausgelegt auf 120 Kupfer und ich glaube 45 Öl, die dafür reichen. Und dann wollen wir mal schauen, wie gut wir das hinkriegen. So, du sollst dahin. Da, da, da und da hinten noch einen. Super. Dann ziehen wir den Spaß auch direkt hier noch ein Stückchen weiter. Nee, den hier. Nee, ziehen wir nicht, weil ich habe ja keinen Beton dabei. Alles dabei, nur kein Beton. Ist ja wunderbar. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Wie kriege ich das denn jetzt am besten hin? Der Spaß ist jetzt schon mal weg. Das sind also die und die. Können wir hier mal ablegen. Das und das auch. Dann haben wir so ein bisschen hier freigeräumt. Ich muss mal eben da oben Beton holen. Was ja Gott sei Dank nicht Sonnenakt ist. Das Schwierige ist, wie komme ich da jetzt hoch? Ich glaube, von da aus ging das, genau. Und hier habe ich den auch nicht drin, auch sehr gut. Den habe ich da vorne drin. Mit 2000 kriegen wir auch schon mal ein bisschen was hin. Behaupte ich einfach mal und richte wieder hier runter. Also muss ich auch gleich noch Kabel holen und Draht und so, aber das, die Verkabelung, die mache ich wieder ohne euch, weil da wissen wir, das ist eher nicht so interessant. So, das reicht ja auch. Nee, Wertekleber wollen wir nicht, wir wollen suchen. Suchen machen wir so. Das
schön, dieses Plitsch, Platsch, Plitsch, Platsch, Plitsch, Platsch unter den Füßen. Herrlich. So. Das ist das schon mal. Dann ziehen wir uns hier jetzt erstmal eine Plattform hin. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier aufgestellt kriegen. Und wie wir das so ein bisschen schön machen können. Was heißt schön machen können? Das ist ja sowieso nur im Moment als Hilfe, weil wir werden eine Menge Rohre brauchen und jedes Mal dafür bis nach vorne zu fliegen und hoffen, dass genug ins Lager gekommen ist, ist eher unschön. Vor allem unser Lager läuft langsam leer. Und ich glaube, ich manche Sachen gar nicht mehr reinpacke. Deswegen einmal hier den Kollegen dazwischen setzen. Nur das. Das wird jetzt eine sehr seltsame Produktion. Also, ich weiß nicht, wenn ihr Kibitz verfolgt, das ist ähnlich. Machen das aber nicht nach. Das war. Ne? Also. Da packen wir mal eben die 30 drauf. Ja, genau. So. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall hier Sprit. Den setzen wir mal. Machen wir da ein bisschen. Ich brauche davon 2. So. Damit haben wir das schon mal stehen. Würde ich sagen, müssen wir einen frei für Zeug dazwischen her transportieren. Dann nehmen wir Raffinerie. Ich könnte überlegen, ob ich nochmal ein oder zwei für Beton mit dazu nehme. Wobei, da haben wir relativ nah dran. Ist zwar auch nervig, da immer hinzufahren. Aber das könnte man vielleicht noch hier rüberziehen. Tamtam Mist. Wollte die Wenn wohl auch andersrum hinstellen. 136 soll es sein. Ja. So. Also nochmal. So, wollen wir anfangen. Okay. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Hier kriegen wir noch eine hin. Passt. Okay, perfekt. Wie viele haben wir? Okay, machen wir das jetzt am besten. Ich muss einmal hier auf meine schöne Liste gucken, wie das aussieht. Moment, da habe ich jetzt 8 gerade hingemacht, ne? Das wäre fürs Kupfer schon mal super. Für Kupfer wäre das schon mal super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du da hinten kommst. So. Hier machen wir Kupfer. Kupfer. Kupferbahn. Einstellung kopieren. Einfügen. Weil das ist so ziemlich das Einzige, was ich wirklich als gerade Anzahl habe. Kupferteile hier. Jetzt brauchen wir 14 für Kupferbleche. 14. Wie packen wir die am besten hin? Also.
wäre ja irgendwie sinnig, die hier mit reinzubringen. Bin ich jetzt blöd da? Okay, jetzt dann. Wie viel Platz hast du noch dazwischen? Ein. Brauchen Wasser und das Zeug. Ja, das sollte reichen. So. Zwei. Drei. Vier. Da hätten wir 10. Jetzt gehen wir mal hin, ziehen das hier weiter. Ja, ich glaube schon, dass wir das alles einfach hier unten hinkriegen. Vielleicht sogar noch mit ein paar extra. Muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwie Material holen muss. Für Beton, wobei, da kann ich da ein oder zwei hinstellen und reicht das. Braucht ja nicht so extrem viel. Das muss halt nur kontinuierlich gemacht werden, weil jetzt bin ich schon wieder am Ende, was das Zeug angeht. Aber das kann ich ja jetzt nochmal holen. Einmal hier lang, einmal da hoch. Da hoch, habe ich gesagt. Danke. Dann kann ich auch überlegen, schon mal Zeug mitzunehmen, um hier die... einen Splitter zu setzen und die Bänder zu ziehen. Und ich könnte... Oh, yeah, wo habe ich denn... Guck mal, die brauche ich dafür auch. Das brauche ich, das brauche ich. Das war nochmal eine Raffinerie für Zeug. Da müsste ich nochmal 2 Stück extra mit hinkriegen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Das haben wir alles. Und ich müsste irgendwo das Zeug natürlich auch lagern. Okay, das haben wir hier. Das ist schon. Brauche ich sonst noch irgendwas? 120er Band mache ich. Ich glaube, das mache ich nur aus dem Splitter heraus ein Stückchen und dann das erste Stück und danach geht das halt mit Ballern weiter und fertig. Könnte natürlich auch. Ist das noch hier? Nee, habe ich da drüben drin. Oder? Nee, habe ich nicht da drin. Das ist ungünstig. Oh, viel Beton habe ich hier auch nicht mehr. Na, jetzt sind wir schon wieder in diesem Punkt. Ich hätte echt keinen. Ich hätte schwören können, ich habe vorhin hier welches ausgetan. Oh nee, war nur die einen. Okay. Also das Anschließen mache ich ja sowieso separat. Muss ich eh noch ein paar Mal hin und her fliegen. Nee, Autos nicht. Ja, das dürfte auch kein Autosave in den Tod sein. Lebt das ja immer, wenn du aus dem Autosave, also wenn du ein Save gemacht hast und was... in der Luft am Schweben und kommst da quasi aus der Situation raus und fällst einfach in den Tod. Also nach dem Laden schwebst du halt nicht mehr. Aber das sollte bei der Höhe höchstens ein bisschen Schaden geben, aber nicht so wild sein. Es sind echt viele von diesen Bohnenviechern, ne? Also überall immer wieder. Unser drittes Bauteil da oben ist auch schon fast fertig. Was heißt fast fertig? Also drei Viertel. So. Gucken wir mal. Hier hin, das nehmen. So. Das passt ja ganz gut.
Okay. Das haben wir. Jetzt brauchen wir noch 4 weitere. Wie setzen wir die? Ich glaube, setze ich die weiter hier hinten hin? Wie kommen wir denn aus? Okay, der ist doof. Dann nehmen wir den zweiten hier. Lassen. Einen frei, würde ich sagen. Die 14. Okay. So, damit haben wir das. Dann setzen wir den ein Stückchen zurück hier. So um. Eigentlich um einen halben, oder? Ne, komm, machen wir um den ganzen. Ist das dein Ernst? Musst du da jetzt durch? Ja, eine Kreatur ist im Weg. Ich weiß. So, wie machen wir das jetzt? Biege nachher aus dreien. Das sind die drei, wo das Endprodukt rauskommt, glaube ich. 2, 3. So. Wie machen wir das hier am besten? Das ist nämlich das Zeug, was da vorne rein muss. Das sind meine 2, die ich nur fürs Öl brauche. Und die eine davon muss sogar nur auf 0,2 gesetzt werden. Was muss ich denn eigentlich machen? Alternate Heavy Oil Residue. Alternativ Sperrölrückstand. Okay. Und dich hätten wir gerne nur auf 50%. Auf 50% hätten wir dich. Jo. Oh, das ist so schön, dass sie das endlich dahinter schreiben. So. Und du bekommst auch den hier. Dann haben wir das schon mal richtig. Hier könnte ein bisschen eng sein. Oder macht das Sinn, die mehr dahin zu setzen? Ziehen wir nochmal weg. Schnappen uns hier den Spaß. Machen ein etwas erhöhtes Fundament hier drauf. Und zwar genau einen da rein. Okay, da komme ich so nicht drauf. So, okay. Weit, naja, so, passt schon. Bis dahin. Da ist der Eingang, da ist der Ausgang. So, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Guck mal, können wir hier sogar nochmal 2 separat hinstellen für Beton. So ein bisschen Platz. So, das hätten wir. Das war pragmatisch gelöst. Kurz gesagt. Also. Bei dir hätte ich gerne den drin. Und bei dir hätte ich gerne den gleichen drin, aber nur halb. So. Und du machst mir bitte nassen Beton.
nochmal 100 Wasser investieren. Okay, das ist ein bisschen viel. Der macht mir 80 pro Minute. Was ist denn, wenn ich runtergehe? Wassertechnisch war ich bei 530. Ich muss auf 70 Wasser kommen. Das reicht, dann brauche ich den anderen nicht mehr. Okay. Das hätten wir. Brauche ich 84. Auch das ist kein Problem. Na gut. Ist jetzt nicht alles das. Klar. Danke, Siri. So, die haben wir. Die müssen wir noch einstellen. Was habe ich gesagt? Ihr seid unser Endprodukt. Und zwar macht ihr Recycled Plastic. Recycled Plastic, aber mit. %81. So, das haben wir. Dementsprechend, so bei den Blendern war das, glaube ich, 1,2. Ne? Du bist ganz normal, du machst den verdünnten Treibstoff und du machst auch verdünnten Treibstoff, aber nur auf 20%. So. Du kommst zurück. Also, von da geht das da rein und dort rüber. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch 3 Raffinerien. Einmal für Recycled Rubber und einmal für Residual Rubber. 3 Stück. Letztendlich kommt da überall Rubber raus. Das geht auch alles auf eine Leitung. Jetzt fehlt der Platz für genau eine hier. Das wären können wir trotzdem hier oben hinsetzen. Warum fehlt mir jetzt was? Wieso habe ich zu wenig von. Okay, ich muss mal eben gucken, dass ich von da oben Betonträger kriege. Ich hoffe, ich habe die. Sonst muss ich den einen Beton erstmal opfern und sagen, nö, nichts Beton. Dann ziehen wir dann nach. Wenn wir eh jetzt quasi den wir hinsetzen wollen, machen. Wollen machen, ja. Wie auch immer, aber ich habe Gott sei Dank noch welche. Sehr gut. Dann passt das auch. So. Ich setzen wir ganz genau hier an die Kante. So, dann ändern wir das nämlich. Du machst uns hier, also du machst uns den nassen Beton auf 70%. Und du machst uns nichts auf 70%, sondern du machst uns Festgummi. So. Perfekt. Aber bitte auf 75%. Sehr gut. Und bei den beiden. Die eine ist Recycled Rubber. 100%. Sind jetzt hier gelandet. Okay. Und du bist Recycled Rubber auf 16%. Und das sind
Da kommen 60, ich brauche 70 daraus. Ja, das passt. Weil der eine macht 60, der andere hier macht 10. Wunderbar. So, dann kriege ich aus dem bisschen, was ich da habe, ich habe nämlich nur 45 Öl zur Verfügung. Daraus machen wir dann eben 100. Ups. 135 Kunststoff. Dann kriegen wir 300 Kupferplatten daraus, was auch gut ist. Also von den Zahlen her kommt das relativ gut aus. Ich muss dann nur gleich gucken. Das, was da rauskommt, muss hier verteilt werden und nach da hinten genauso wie Wasser. Hier muss Wasser ran und dann, das wird alles noch ein bisschen spannend. Aber das Ganze anschließen, das machen wir dann. Also mache ich nebenbei. Zwischendurch. Und ihr dürft euch dann das Ergebnis angucken. Das ist wunderschön. Jetzt setzen wir hier schon mal Logistik. Da einen Splitter drauf. Es fehlt Kabel. Natürlich, Kabel habe ich nicht dabei. Das war's. Das ist ja kein Problem. Die holen wir uns noch eben. Können wir uns jetzt eh holen. Sind hier natürlich nicht drin. So, wir brauchen Kabel. Die sind da vorne. Kabel. Das brauchen wir. Das nehmen wir auch mit. Da haben wir das schon mal alles. Das kann weg. So. Das heißt, wir können uns da hinten am Beton... Wo setzen wir uns das denn am besten hin? Wir kommen von da an. Also können wir überlegen, das irgendwo da so rüberziehen zu... rüberzuziehen. Ja. Also. Hier einen Splitter hin. Und da, wir haben glaube ich auf 480 gestellt, wir ballern jetzt mit 600, dann haben wir nämlich die 120 extra, beziehungsweise eigentlich 104 und irgendwas. 144 glaube ich. So, und dann einmal hier rüber. Darum. Dann gehen wir hier hin. Und setzen den da dran. Hier sieht das hier ähnlich aus. Weiß nicht mehr. Oh, den haben wir schon auf 600. Reicht das dann noch? Mal gucken, wie viel brauchen wir denn? Da waren wir. 'Limestone brauchen wir gerade mal 388. Den habe ich nur schon direkt hochgepumpt auf volle Pulle. Ja, super. Perfekt. So, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit, achtet gut, Häffchen.